Hallo Werkzeugfans, willkommen bei GoTools TV. Mein Name ist Sebastian und heute hobeln wir im großen Stil. Und zwar heben wir den Bosch GHO 4082C. Und denkt dran, wie immer könnt ihr diesen wunderbaren Hobel gewinnen. Ihr müsst nichts weiter tun, außer unten kommentieren. Und was ist eure Meinung zum Thema Hobel? Was ist eure Meinung genau zu diesem Hobel? Diskutiert doch mit uns mit. Am Anfang schauen wir uns natürlich über den Koffer an und was gehört denn eigentlich mit dazu. Und in der Videobeschreibung habe ich euch das Ganze verlinkt, da gibt es für den ehrlichen Preisvergleich. Übrigens hier der Koffer, hier mal ein bisschen größeres Kaliber und das brauchen wir auch für den Hobel. Schauen wir hier mal rein. Hier ist gar nicht so viel dabei, wie immer natürlich die Anleitung, die ihr schön lest, bitte auch in allen Sprachen. Ja, ihr habt hier alles dann da. Was finden wir denn hier Schönes? Portugiesisch, nee, was auch immer. Also, wir haben hier den Staubsack, da sage ich euch gleich noch ein bisschen was dazu. Auf jeden Fall hier einen doch, ja, schon theoretisch amtlich großen Staubsack auch mit dabei. Dann haben wir hier das Thema Anschlag, hier noch ein bisschen Anschlagzubehör, erkläre ich euch gleich. Und dann haben wir hier den Hobel. Und das war's auch schon. Dann schauen wir uns jetzt das Gerät doch mal im Detail an. Wir haben hier satte 850 Watt und eine absolut stabile Drehzahl. Das ist für so einen Hobel natürlich sehr wichtig. Ja, gute Frage ist natürlich auch, was wiegt so ein Hobel eigentlich? Wir haben hier 3,2 Kilo. Das ist schon eine ganze Menge. Erklärt sich natürlich auch hier von dem, ich weiß gar nicht, ich glaube, es ist Aluguss von dem vielen Metall hier. Und ich muss aber auch sagen, dadurch liegt er gut in der Hand. Wenn er zu leicht wäre, wäre das auch nicht gut für das Hobelergebnis, würde ich jetzt mal behaupten. Also wir haben hier 3,2 Kilo und damit auch ja, schon ein bisschen was in der Hand. Aber wir haben hier 850 Watt, wie schon gesagt, und satte 14.000 Umdrehungen, die wir hier haben. Ja? Wir haben hier natürlich einen Sicherheitsschalter, das heißt, wir können es nicht einfach einschalten. Übrigens ist nicht im Strom, ja, also keine Sorge, hier kann nichts passieren gerade. Aber wir haben hier Sicherheitsschalter, das heißt, wir können hier nicht einfach so durchschalten, sondern wir müssen hier gegendrücken und dann können wir entsprechend hier das Ganze durchziehen. Wir haben keine Möglichkeit, die Geschwindigkeit zu wählen, sondern wir haben entweder Vollleistung oder gar keine. Ja, was wir hier noch sehen, ist jetzt die Absaugung. Und zwar haben wir hier die Möglichkeit, einmal das Ganze nach rechts abzusaugen oder das Ganze umzudrehen und dann nach links abzusaugen. Eine tolle Sache, wenn man ja Rechts-Linkshänder ist oder halt auch weniger Platz hat auf einer Seite, kann man es entsprechend umstellen. Absaugung ist ja das Thema auch. Dazu haben wir hier so einen Staubsack mit dabei. Ich stelle mal wieder nach rechts um. Dann haben wir hier den Staubsack, übrigens auch mit einer Richtung. Man kann es gut am Bosch auch sehen, aber hier oben ist so ein bisschen Metall drin, ein kleines Metallgitter. Hier sieht man das, glaube ich, so ein bisschen. Ja. Damit wird es gehalten. Und dann kann man das Ganze hier reintun und dann werden die Späne hierhin ausgeworfen. Jetzt muss ich aber sagen, die Absauganlage hier, beziehungsweise der Spanauswurf, funktioniert sehr gut, ohne Frage. Aber das hier ist natürlich nur ein Notbehelf. Das heißt, wenn ihr mal über einmal oder zweimal über so einen Balken drüber geht, dann reicht das hier. Aber ich glaube, nach dem vierten Mal ist der hier auch voll. Also da ist dann auch nicht mehr viel zu können. Ihr habt natürlich hier auch den Reißverschluss, um das Ganze wieder leer zu machen. Ihr seht hier, ich habe schon ein bisschen was gehobelt. Aber das ist jetzt einfach nur, das ist eine gute Sache. Also da nicht, dass Bosch irgendwas Schlechtes gemacht hat. Aber ihr müsst euch klar sein, das hier wird euch nicht lange helfen. Ihr könnt hier das Bosch Absaugersystem einfach anklicken, funktioniert super. Da habt ihr natürlich dann quasi fast schon unendliche Möglichkeiten. So, da ich hier auch gerade bin, das Thema Spantiefeneinstellung, eine ganz wichtige Sache. Ihr könnt hier natürlich das auch als Griff, das Ganze hier zu benutzen. Und dann könnt ihr hier aber den, wenn ihr es so hört, ja, könnt ihr hier die Tiefe einstellen von 0 mm. bis 4 mm und das Ganze sehr fein justiert oder dosiert in Zehntelschritten. Und wenn ihr es hört, ich hoffe, man konnte das jetzt hören, diese Schritte haben auch ein gewisses Feedback. Das heißt, ihr wisst genau, wann es eingerastet ist
und es rastet auch bei den einzelnen Schritten ein, finde ich eine gute Lösung. Und wenn ihr jetzt hier arbeitet, verstellt sich das nicht einfach so. Also man muss schon das wollen, dann kann man das machen. Wenn man das Gerät aber einfach führt, wie ich es führen würde hier, dann kann das eigentlich nicht verstellt werden. Das finde ich eine schöne Lösung. Schauen wir nochmal hier unten drunter. Wir haben hier ein Wendemesser und übrigens das Gerät heißt ja GHO 4082. 82 steht hier für die Hobelbreite. Ihr habt hier also eine maximale Hobelbreite von 82 mm. Ja. Wendemesser ist hier drin, das heißt, ihr könnt das Messer hier einfach das hier öffnen und dann könnt ihr das Messer rausnehmen und einfach umdrehen und dann könnt ihr dasselbe Messer nochmal benutzen, beziehungsweise die andere Seite nochmal benutzen, habt ihr länger was von. Messer, gutes Thema, kommen wir mal hier hin. Ihr habt hier im Lieferumfang schon ein Messer mit dabei und das wird hier auch gelagert. Ihr könnt es einfach hier rausziehen und dann habt ihr hier ein Messer. Und entsprechend das Werkzeug auch, um das Ganze hier gleich zu tauschen. Ich finde es eine gute Lösung, dass es gleich mit dabei ist. So könnt ihr es nicht vergessen, wenn ihr nur den Hobel dabei habt oder den Koffer nicht oder. So, was noch ganz wichtig ist, ist natürlich das Messer. Steht jetzt hier unten einfach auf dem Tisch? Nein, tut es nicht. Wir haben hier einen Parkschutz. Ich glaube, das heißt auch wirklich so. Das heißt, wenn ihr normal hobelt, dann hobelt ihr, hier sieht man das, hobelt man einfach hier weg. Und dann ist das Ganze hier natürlich eingefahren. Wenn ihr das nicht habt, dann fährt das hier raus und erzeugt natürlich hier eine leichte Schräge, sodass ihr nie direkt auf dem Messer stehen könnt. Ich weiß nicht, ob es die Kamera auffangen kann, aber wenn ihr das seht, da habt ihr so eine kleine Parkanlage hier für euren Hobel. Kommen wir doch zum letzten Zubehörteil und das hier ist der Anschlag oder Parallelanschlag. Sieht gleich ein bisschen abenteuerlich aus. Ich habe den hier schon mal zusammengebaut, aber ist natürlich super, wenn ihr jetzt einen Anschlag habt. Und zwar braucht ihr nur den jetzt hier in dem Fall hier mit der Schraube festzuschrauben. So. Und dann, so, jetzt haben wir es. Wir haben hier das Messer natürlich geschützt. Ich weiß nicht, ich hoffe, das kann man sehen hier. Und jetzt haben wir hier das hier. Ja, aber keine Hobelfläche, aber wir können jetzt das hier lösen und können jetzt hier die Hobeltiefe entsprechend einstellen. Ja, was immer ihr so braucht. Meinetwegen jetzt hier und schon habt ihr hier einen Anschlag, ja, an dem ihr entlang hobeln könnt. Das Ganze könnt ihr hier natürlich frei justieren, ja. Ihr könnt auch hier nochmal an der Tiefe was machen, wenn ihr das wollt. Nee, ich glaube, nee, Tiefe habe ich mich vertan. Tiefe kann man nicht einstellen, ist ja auch unlogisch, aber man kann hier entsprechend die Tiefe, also die Breite einstellen. Jetzt wollen wir den Hobel doch auch mal testen, oder? Ich habe hier einen Balken, der ist auch ganze 8 cm breit, mal gucken, ob wir auch die Breite hinbekommen. Ist ja ein bisschen ja, nah an der Grenze und dann haben wir hier auch noch ein Brett, ja, was auch nicht mehr so schön aussieht. So, was ihr gerade gesehen habt, ist, dass das Hobelergebnis wirklich schön ist. Also das hat mich schon überzeugt. Aber ich hatte ja hier mit dem Sack gearbeitet. Und was euch vielleicht aufgefallen ist, ist Folgendes. Ich habe damit gearbeitet und es war auch am Anfang so, dass hier alles drin ist. Jetzt muss man sagen, ich habe das Ganze hier eingestellt auf 0,5 mm. Ja, und trotzdem ist hier so viel Dreck. Ihr habt das ja auch gesehen, dass irgendwann auf einmal angefangen hat, so viel Dreck hier hinzuwerfen. Das liegt daran, schaut mal hier, das Ganze ist hier schon verstopft. Ja, das liegt einfach daran, wenn wir ihn jetzt anschmeißen, dann schmeißt er auch alles raus. Das liegt einfach daran, dass der Sack voll ist. Und zwar war er schon nach dem zweiten Durchgang hier voll. Und jetzt schauen wir mal hier, ja, der Sack ist wirklich voll. Da, das alles hier Hobel. Ja, das ist das Problem. Also lasst euch nicht von dem Hobelsack täuschen. Der ist eine schöne Sache, funktioniert natürlich auch für ein, zwei Schnitte. Wenn ihr nicht so ein breites Hobelthema habt, dann geht es natürlich auch für ein, zwei Mal mehr. Aber ansonsten denkt dran, ihr braucht eine Absauganlage. Schauen wir uns das Ganze hier mal in Nahaufnahme an. Wir sehen hier ein wirklich gutes Hobelergebnis. Also ihr seht hier, es ist wunderbar glatt und ihr seht hier keine Hobelspuren. Das ist wirklich
perfekt geworden. Ihr habt ja gerade das Ergebnis schon gesehen. Ich muss sagen, das ist wirklich schön geworden. Keine Hobelspuren, kein nichts, kein gar nichts. Ein richtig gutes Ergebnis. Man muss auch sagen, man merkt dem Gerät seine Kraft und seine Power an. Er zieht einfach durch, hat eine sehr konstante Drehzahl. Ja, und ist einfach zu bedienen und macht genau das, was es soll, nämlich einfach mal hobeln. Wie findet ihr eigentlich das Hobelergebnis? Ihr habt es ja gesehen, schreibt das mal unten in die Kommentare, würde mich sehr interessieren. Und auch, was eure Meinung ist, nachdem ihr es gesehen habt, zu dem Hobel hier. Ich muss sagen, hat Spaß gemacht. Beim nächsten Mal würde ich eine Absauganlage anschließen, dann brauchen wir den Sack nicht, dann können wir ordentlich durcharbeiten. Ja, und dann wird es auch noch mehr Spaß machen. In dem Sinne, ran ans Werkzeug und bis zum nächsten Mal.